Hallo zusammen und herzlich willkommen zum neuen Videoblog. Da wir bekanntermaßen und ganz offensichtlich nicht die Chippendales sind, brauchen wir auf der Bühne immer was zum Anziehen, bedauerlicherweise. Und wir hatten zum Beispiel mal vor ein paar Jahren sowas hier, das war mal mein Bühnenhemd, die Älteren werden sich erinnern. Und wie wir an die neuen Klamotten kommen, an die neuen Bühnenoutfits, das seht ihr in dieser Folge unseres Videoblogs. Viel Spaß. Ach, ich bin ja so gespannt. Wie wir aussehen? Ja. In den Klamotten. Wir haben beim neuen Einkleiden jetzt den Fokus gar nicht selbst festgelegt. Das hat die Anja gemacht, die uns eingekleidet hat. Die hat sich was ausgedacht. Die ist ja auch Expertin da. Und die guckt darauf, dass die Sachen passen. Die guckt natürlich auch darauf, dass es modisch ist. Da haben wir überhaupt gar keine Ahnung von. Also ansonsten haben wir einfach hier nur geguckt, dass wir uns wohlfühlen. Wir haben angefangen, dass wir in Läden gegangen sind und uns von Verkäufern normal beraten lassen haben, zu fünft. Dann hatten wir eine junge Dame dabei, die mit uns zusammen durch die Läden gelaufen ist. Das war dann immer ein ganzer Tag. Und jetzt hier die Anja bringt halt die Sachen dann mit direkt. Und man hat hier jetzt dann in dem Fall auch den Spiegel noch und kann direkt alles zusammen auch in dem Look sich direkt anschauen. Und das ist natürlich die einfachste Variante. Heißen die fünf Stapel fünf Menschen? Ja. Boah. Du hast so messerscharf geschlossen. Hör mal, das ist so geil, wenn das so vorbereitet ist, finde ich. Das war doch die Idee. Ja, eben. Jan, verstehst du? Die Bühnenoutfits sind für uns vielleicht nicht so wichtig wie für andere Gruppen. Es gibt ja Künstler, die sich über die Outfits richtig definieren, ne, auch gerade international. Aber man muss natürlich Sachen anhaben, die irgendwie okay aussehen. Also ich meine, dass wir alle auch ohnehin jetzt nicht Brad Pitt sind und so, ist eh klar. Aber das muss irgendwie ein bisschen was hermachen, nett sein, auch eine Abwechslung zwischen der ersten und der zweiten Hälfte. Das ist insofern schon wichtig. Aber es ist keiner von uns, das ist ein Modefreak. Das ist jetzt die erste neue Hauptgruppe quasi, also das ist so ein bisschen sommerlich-maritim. Das sind die neuen Karnevalskostüme 2012 in der neuen Kollektion Türkis und Grau. Ich habe das jetzt erstmal so zusammengestellt, dass es in sich erstmal stimmig ist. Und dann lege ich es doch mal auf den Boden. Die Konzepte mache ich. Ich schlage denen das dann vor und... Ja, ich habe das letzte Mal ja schon mal gemacht, da bin ich noch ein bisschen behutsamer rangegangen. Also manchmal muss man den Leuten dann auch erstmal zeigen, dass es auch anders geht. Und ich finde ja immer, wie gesagt, gerade wenn man auf der Bühne steht, kann da ein bisschen was passieren. Das muss jetzt nicht das sein, was man im normalen Leben tragen würde. Das kann sich schon mal ein bisschen davon abheben und krückt die noch ein bisschen moderner. Ich achte beim neuen Outfit jetzt bei mir darauf, dass ich mich da drin wohlfühle. Es gibt so ein paar Sachen, die einfach die nicht gehen. Das sind Sachen, die zu hell sind, dann wirklich blass. Oder so ein V-Ausschnitt im T-Shirt, das steht mir einfach nicht. Und dann sage ich aber auch sofort, stopp, nee, das passt jetzt gar nicht. Also lass mir da nichts einreden. Ich stehe ja nicht für den V-Ausschnitt, muss ich ja leider sagen. Ja, da sieht man, dass du findest ja noch einen anderen. Ja, ja. Das ist eigentlich ein Traum für Männer, ne? Wir müssen nicht ins Geschäft gehen. Das ist das Schönste, das ist das. Also ich werde mir auch was kaufen. Ich werde was mitnehmen. Ich werde, glaube ich, alles mitnehmen. Geht das? Können wir das machen? Ja, klar, wir müssen selbst bezahlen. Ja, scheiße. Nee, aber echt. Aber ey, ja, das ist doch genial. Das ist dringend neue Klamotten. Shopping für Männer. Ja, ja. Du nicht immer so ja genau. Wenn wir zum Beispiel einfach mal neue Klamotten privat brauchen, genau. Man sie für Was meinst du? Das ist cool, ne? Ich bin eigentlich einer, der gerne mal auch durch die Stadt geht und der mal so in Läden guckt und mal hier guckt, mal da guckt, was so Neues gibt. Das hier ist natürlich ja, total entspannt, gerade wenn man irgendwie nach einem anstrengenden Konzert von gestern Abend irgendwie von der Tour gerade hier nach Hürth zurückkommt und dann denkt so, oh, jetzt muss ich noch Klamotten einkaufen oder zumindest mal Klamotten anprobieren. Und da macht es Spaß, weil ja, so ist das wirklich. Alle konnten aufeinander abgestimmt werden. Wir haben, glaube ich, ganz gute Outfits bekommen. Und das macht dann Spaß. Und es ging relativ schnell. Boah, bist du eine coole Sau. Ey, du aber auch. Ey, Mann, ey. Jo. Also, es gefällt mir schon mal echt gut. Aber es muss dann ungefähr sitzen, meinst du, oder? Ja. Ich mache mir ja Gedanken. Also, von daher war ich mir eigentlich bei den meisten Sachen schon ziemlich sicher, dass das funktioniert. Also, dass der eine oder andere dann immer seine persönlichen Vorlieben noch hat, das ist klar. Und deshalb hat man dann ja auch immer so ein bisschen, nennen das immer Fallback-Material, dass man da noch was hat, worauf man drauf zurückgreifen kann, was man aber erstmal gar nicht hinlegt, weil man sich selber seine Favoriten rausgepickt hat. Und
hat ja gut geklappt. Also von daher habe ich da nicht so falsch gelegen, denke ich mir mal. Ich probiere das mal. Also das findet ihr gut auch, ja? Ich glaube schon. Ich finde es gut. Also es sieht ein bisschen freundlicher aus. Ja, ich mag jetzt das nicht, aber es ist ein bisschen sexy. Man sieht ein bisschen deine Haut dadurch. Der Saal kann einfach alles tragen, ihm steht alles. Ich finde, das sind die sind schick. Vor allem die zweite Hälfte Montur vom Nils, da stehe ich total drauf. Dieses Hemd mit diesen farblichen Absetzungen, Hammer. Das hätte ich leider auch gerne gehabt, aber der Nils hat es gekriegt. Ich muss ehrlich sagen, gerade das zweite Outfit, was ich bekommen habe, ist ein Hemd, was so Applikationen hat, farbliche Applikationen, weil es ansonsten grau-schwarz ist. Das ist schon sehr cool. Also es ist was ich mir sonst, glaube ich, nie irgendwie im Laden gekauft hätte, weil ich gesagt habe, musst mal gucken, ob du das tragen kannst oder ob du das überhaupt irgendwie gut findest. Aber wenn man das dann so im Gesamtbild sieht mit den anderen zusammen und dann auch mal wirklich vorm Spiegel sieht und mit der Hose und allem zusammen, dann war es schon echt cool. Also ich freue mich darauf, dieses Hemd bekommen zu haben. Da hat man dann auch noch kleine Details, die irgendwas Besonderes ausmachen, aber ohne dass das ganze Ding in sich jetzt, ist ja jetzt kein Paillettensakko oder irgendwas, was einen totalen Glamour-Effekt hat und gar nicht passen würde auch zu der Musik, die Jungs machen. Also ganz früh hatten wir immer irgendwie bunte Klamotten und dann schwarze Anzüge. Ja. Und jetzt haben wir ganz bunte Klamotten oder relativ durcheinander und dann schwarze Kluft, aber irgendwie jeder individuell, was ich viel cooler finde. Ja. Durch die Hosen bleiben wir uniformer. Ja. Finde ich auch besser. Früher waren es noch mehr so die Klamotten, teilweise, wo man hätte sagen können, von der Straße so ein bisschen manchmal. Das ist zwar auch immer noch so, dass es Klamotten sind, die man auf der Straße tragen könnte, aber es ist insgesamt vom Bild her ein bisschen stimmiger, finde ich noch. Du kannst nicht alles tragen. Check, check.